Ja, ein Glücksfall war im Nachhinein jetzt gesehen, dass ich dort gelernt habe, Billard zu spielen. Und meine Schwester, die konnte es immer relativ gut mit Jungs und deswegen hat sie dann innerhalb einer Woche herausgefunden, wo man in Horb kostenlos Billard spielen konnte. Und dann bin ich dorthin und es war eine Teestube. Und ja, ich fand das am Anfang nicht so nett, dass man dort nur alle 2 Wochen Billard spielen konnte, bis ich dann rausfand, dass die sich nicht alle 2 Wochen treffen, sondern jede Woche. Und letztendlich, das war der Beginn, eigentlich der echte Beginn meiner Integration. Da habe ich dann die Beziehungen angefangen aufzubauen zu den Menschen in der Teestube. An den offenen Abenden habe ich dann natürlich mich dann ins Gewühl gestürzt und Kika und Billard gespielt und einfach Fun gehabt. Und an den anderen Abenden, wenn wir einfach ja, Bibelabende hatten und Musik gemacht haben und einfach die Bibel studiert haben, da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich mein Leben lang gesucht habe, ohne das, dafür Worte zu haben, ohne wirklich das benennen zu können. Und dann habe ich gemerkt, meine Schwester ist dann nach 2, 3 Wochen, nachdem sie gemerkt hat, das ist irgendwas Christliches, dann ist sie wieder abgezogen und ich bin da dort geblieben. Und sie ist in dem, ja, Multikulti, geblieben. Also bis heute ist es so, dass sie vielleicht 1, 2 deutsche Freunde hat und ich habe vielleicht 1, 2 nicht deutsche Freunde.